Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Heute zeige ich euch, wie wir das halbe Schwein zerlegen. Also es geht um die Grobzerlegung, wie alles ausgebeint wird, kennt ihr schon. Genau, dafür müssen wir uns jetzt aber erst einmal umziehen, also ziehen wir uns um. Jawohl, sind wir angezogen? So schnell geht's, Leute. Jawohl, dann drehen wir mal den Kopf ab, weil den brauchen wir jetzt gar nicht. Also, schneiden wir hier durch, machen den schrägen Schnitt. Ihr könnt hier eh nicht reinschneiden, hier ist der Schädelknochen. Und trennen dann hier am Knorpel entlang erst einmal ab. So, sodass wir das Ganze durch haben. Schneiden Sie jetzt einfach gerade ab. Seht ihr hier den Kopf? Ah, das Zeug ist schon so kalt. Das haben wir eigentlich schon vorgestern, wollte ich das Video machen. Und je länger ihr das Zeug hängen lasst, umso schlimmer ist es abzuschneiden. Also, haben wir hier die Backe. Das Ganze macht er ohne diesen Schnitt. Schneiden bei der Backe eins, zweimal ein, um zu merken, sind da Eiterbatzen drin oder nicht, weil das hier das anfälligste ist an der Backe. Kommt zum Abschwaden. Dann könnt ihr das Ohr abschneiden. Die könnt ihr räuchern und trocknen. Ist super für den Hund. Und dann putzt ihr hier noch schön mit einem scharfen Messer die Borsten ab. Und dann könnt ihr es schon spritzen, kochen. Und dann habt ihr schon perfektes Kesselfleisch. Jawohl, sind wir fertig damit. Dann trennen wir hier Schlegel das ganze andere Teil hier ab. Weil wir machen das nicht im Hängen, sondern im Liegen dann. Schneiden hier am Schlegel entlang rum. Boah, das ist so hartes Zeug. Schneidet hier einmal runter. Und lasst den Bauch dann einmal so drüber hängen, damit er euch dann nicht irgendwie schneidet oder so, wenn ihr das Teil dann hebt. Dann schneidet ihr die Lende hier ab. Am Schlossknochen entlang, hier ist der Lendenkopf. Schneidet, schneidet, schneidet. Und habt hier wieder schön die ganze Naht, immer der Naht folgen hier. Schneidet runter. Hier merkt ihr dann mit dem Messer, hier kommt dann das Ende vom Schlossknochen. Da könnt ihr dann einen geraden Schnitt machen. Und macht dann hier, so schneidet ihr hier komplett durch. Kommt von der anderen Seite her. Und schneidet jetzt bis hier nach vorne. Also schneidet hier einmal durch bis nach vorne. Macht hier einen Schnitt am Schwanzknochen und habt es dann durch jetzt ab. Dann ziehen wir uns das hier her. Habt hier jetzt dann die Schulter. Und macht an der Schulter hier entlang. Hier seht ihr ja, wo es dann auseinander geht. Einen geraden Schnitt nach unten, jetzt nicht allzu tief. Ganz entspannt, also jetzt habe ich es ungefähr so tief und macht hier oben einen Schnitt. Hier oben entlang einen. Der kann tief gehen. Dann könnt ihr hier jetzt mit der Schulter, also ihr seht, hier schaut er das Bein raus. Damit können wir dann drücken schön. Also habt ihr oben das Teil zum Drücken mit der Hand und drückt mit der Schulter hier entgegen. Könnt ihr jetzt hier entlang durchschneiden, bis ihr auf die Naht kommt. Und hier seht ihr sie schon, wir haben sie erwischt. Also, drücken, drücken, drücken. Und hier kommt jetzt dann gleich das Schäuferle, was ihr schon von der Schulter das Video kennt. Also da machen wir jetzt dann einen festen, schönen Schnitt. Auch einmal hier an der Seite entlang. Komplett überall, wo das Schäuferle ist. Und können es jetzt einmal hier so ziehen. Und haben es hier jetzt am Schlesinger abgetrennt. Dann machen wir hier einen schönen Schnitt. Haben jetzt hier die Schulter, hier ist noch ein Stück von der Backe. Könnt ihr schön wegschneiden, könnt ihr auch noch einmal einschneiden. Wird dann abgeschwattet, schauen natürlich wieder nach Eiter. Passt die Schulter, Hammer. Dann könnt ihr hier das ganze Stück hier, das ist dann alles Kutterfleisch, seht ihr, hier ist nicht schön, also hier ist alles blutig. Schneidet ihr hier entlang bis zum Bauch. Und trennt es hier mal ab. So. Die Schwarte lassen wir da, die brauche ich ja nicht im Kutterfleisch. Und das hier ist alles Kutterfleisch, komplett. Dann könnt ihr das jetzt so machen, wie ihr wollt. Braucht ihr jetzt daraus Kotelett oder braucht ihr daraus jetzt dann einen ganz normalen Rücken? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen normalen Rücken brauchen,
Dann schneiden wir hier zwischen Fett und Fleisch selbstverständlich schon mal einen Schnitt durch. Und halte das Messer ein wenig schräg. Also ich schneide jetzt nicht so, sondern so und drücke das Ganze mehr. Und somit könnt ihr hier, wie ihr seht, schön an der Flexe entlang kratzen. Und somit habt ihr das Ganze dann perfekt. Jetzt kommt der Hals gleich, deswegen funktioniert es natürlich nicht. Hier am Hals können wir dann wieder normal werden mit dem Schnitt und schneiden hier durch. Jawohl, dadurch, dass wir das jetzt hier haben. Jetzt hat, wie immer, was ihr im Ganzen machen könnt, macht es im Ganzen, da tut ihr euch leichter. Könnt ihr hier die Lende auch noch lösen gleich. Also, wir haben hier oben, seht ihr natürlich, hier schön die Wirbelsäule. Die geht ja ein wenig schräg und der folgt jetzt mit dem Messer einfach. Das Messer führt euch schon, ihr müsst da eigentlich gar nichts machen. Seht ihr auch hier jetzt, wie das Ganze hier abläuft. Das heißt, hier geht es auch noch mal ein wenig nach hinten, so eine Wölbung nach unten. Heißt, wir müssen hier dann noch mal einen schrägen Schnitt machen. Einen schönen schrägen Schnitt. Und lösen jetzt hier nur noch ab. Hier schneiden wir schön entlang, runter, probieren auf der Naht zu bleiben und kratzen auch schon schön am Knochen. Weil wenn es jetzt beim Rind wäre und wir wollen das dann alles aufs Häutle ausbeinen, ist gerade dieser Schritt hier der allerwichtigste, damit ihr das aufs Häutle bekommt. Wollen wir nicht, aber wir wollen natürlich das so sauber wie möglich machen. Deshalb machen wir das jetzt hier so. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das hier jetzt richtig wunderschön ausgelöst. Okay, hier hätten wir es jetzt noch ein wenig besser machen können, ne? Ist klar. Aber so ist auf jeden Fall echt super. So könnt ihr das lassen. Jawohl, die Lende haben wir jetzt hier auch schon ausgelöst. Wie die zugeschnitten wird, habt ihr auch schon im Kotelett-Video gesehen. Und im Halsvideo, wie das ausgebeint wird, also im Karre-Video. Genau, hier müssen wir jetzt durchsägen. Dafür könnt ihr entweder einmal die Handsäge hier nehmen dafür. Und könnt es dann schön hier entlang sägen. Oder ihr nehmt hier einmal die Kreissäge. Aber wir machen es jetzt mit der Hand, das ist ein bisschen praxisnäher. Mit der geht es halt viel entspannter, wenn ihr viel auf einmal machen wollt, dann macht ihr einfach nur haut es einmal durch und das war's schon. Haben wir jetzt hier schon alles an Fleisch weggelöst und können jetzt hier anfangen. Ziel ist es natürlich hier gerade relativ weiter zu folgen bis zu diesem Punkt. Irgendwann könnt ihr hier nicht mehr so schräg sägen, dann sägt jetzt von der Seite hier weiter. An den Rippen entlang. So, sind jetzt überall durch, alle Knochen gelöst und haben jetzt hier Karre und hier den Bauch. Dann nehmt ihr das Messer und schneidet Richtung Bauch leicht schräg ab. Also machen wir das mal. Richtung Bauch leicht schräg ab, damit vom Kotelett nichts wegkommt. Weil Kotelett ist ja ein hochwertigeres Stück als der Bauch, weil es magerer ist. Und haben jetzt hier den Bauch. Das hier kommt dann zum Abschwatten, das ist klar. Und hier haben wir jetzt unseren wunderschönen Bauch. Hier unsere Karre. Die Karre ist schon vorgelöst, damit wir sie einfach abziehen können. Das kann ich ja, naja, das können wir nochmal separat ein Video machen, wie das Ganze ausschaut. Und haben hier noch unsere Keule. Also unseren Schlegel, das halbe Schwein gelöst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und falls ihr gerne mehr sehen möchtet, dann lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Also dann, wir sehen uns und merkt euch eins, lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben.